Hey Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video. Zuerst einmal ein riesiges Entschuldigung, dass jetzt doch einige Zeit lang nichts rauskam. Der Grund ist eigentlich ganz einfach, dass ich zurzeit sehr wenig Zeit habe, Videos zu produzieren. Und das wird sich einige Zeit jetzt noch weiter so durchziehen, sage ich jetzt einfach mal, weil ich aktuell wirklich viel zu tun habe. Und auch das werde ich heute zum Thema bringen in diesem Video. Wir gehen aber gleich vorweg gleich darauf ein. Vorher möchte ich noch kurz kundtun, wann es möglicherweise wieder etwas aktiver sein kann. Vorausgesetzt, so Anfang August habe ich dann wieder vor, ein bisschen mehr rauszubringen und nicht nur einmal im Monat was, sondern ein bisschen mehr, aber auch nicht so, dass es jetzt jeden Tag ist, sondern ich sage jetzt mal so eine Faustregel, 2 Videos pro Woche, irgend sowas. Also so, dass es immer ein bisschen was von mir Neues rauskommt, aber auch nicht so, dass ich jetzt rund um die Uhr Videos produziere. So jetzt auch unbedingt nicht, aber so viel jetzt mal zur Übersicht. Ja, ich möchte vorweg gleich mal darauf eingehen, warum ich überhaupt inaktiv bin. Der Grund ist natürlich jetzt die Schule bis Ende Juni gewesen. Dort und da musste ich natürlich immer was erledigen. Der nächste Grund ist eigentlich dann ganz einfach, dass ich jetzt eigentlich vor dem Abschluss stehe und ich vor diesem Abschluss 2 verschiedene Praktika noch absolvieren muss. Das erste Praktikum ist mal das Ferialpraktikum, auf das werde ich jetzt gleich eben eingehen. Und das zweite ist dann das Betriebspraktikum, welches von Anfang September bis Mitte November dann geht. Und da habe ich zu diesem Zuge dann eben Bewerbungsgespräche gehabt und dementsprechend eben immer was zu tun gehabt. So habe ich im Endeffekt dann nicht wirklich oder nie wirklich eine Zeit gehabt, jetzt ein Video zu machen, weil immer irgendwie was anderes zu erledigen war. Und so im Endeffekt ist es dann doch ein gutes Monat her seit dem letzten Video. Ich möchte aber jetzt darauf eingehen, mehr auf das Ferialpraktikum, worum es ja in diesem Video auch grundsätzlich geht. Und zwar, ich habe jetzt genau eine Woche Ferialpraktikum schon hinter mir, 3 Wochen habe ich noch vor mir. Und ich möchte mal ganz kurz meine Erfahrungen, meine bisherigen Eindrücke und Empfindungen hier in diesem Video mal kurz kundtun. Grundsätzlich muss ich mal sagen, dass ich die Firma nicht besser ausgesucht hätte können als in der, wo ich jetzt arbeite. Ich finde, das ist eine super Firma, vielleicht mal vorweg, weil einfach auch die Arbeitsumgebung einmal passt, weil die Firma ganz nah von meinem Zuhause ist. Das ist schon mal ein riesiger Pluspunkt. Und auch generell vom Arbeiten her ist das, kann ich nur sagen, wirklich empfehlenswert, speziell bei dieser Firma arbeiten zu dürfen. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, gleich mal vorweg, diese Firma auf jeden Fall für ein Ferialpraktikum oder auch für ein Betriebspraktikum oder vielleicht gleich generell dort arbeiten zu dürfen, will ich diese Firma dringend empfehlen, weil das wirklich eine tolle Firma ist. Es sind extrem nette Leute dort und von daher würde ich sagen, von meiner Seite habe ich da wirklich die richtige Firma für mein Ferialpraktikum ausgesucht. Wie grundsätzlich das Arbeiten dort so ist, weil ich glaube, das ist auch immer so ein Thema, wie ist das Arbeiten, arbeitet man dort viel, arbeitet man dort weniger oder wie schaut das eigentlich jetzt in erster Linie mal für ein Ferialpraktikum aus und dann, wenn man richtig dort arbeitet, wie sieht das grundsätzlich so aus? Eigentlich ist es so, das Arbeiten ist jetzt nicht, will ich jetzt mal sagen, anstrengend, aber es ist grundsätzlich so, dass du immer irgendwie was zu tun hast oder anderen helfen musst. Das ist gewisserweise schon immer da, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Arbeiten überanstrengt. Im Gegenteil, eigentlich ist es mehr so, wie dass man neue Erfahrungen gewinnt, beziehungsweise
Es ist ein bisschen auch so ein Kennenlernen von einer neuen Firma, speziell jetzt bezogen auf das Ferialpraktikum. Im richtigen Arbeiten schaut das dann vielleicht wieder ein bisschen anders aus, aber da kann ich dann auch nicht jetzt so viel noch verraten, weil ich ja noch nie jetzt wirklich richtig gearbeitet habe, da ich noch in die Schule gehe. Aber vom Ferialpraktikum kann ich nur so viel sagen, es wird dir irgendein Auftrag, sage ich jetzt mal, zugeteilt. Und den machst du einfach heute. Und wenn man das hat, dann kann man sich eben da irgendwie eine Pause nehmen. Das ist ja auch irgendwie so vorgesehen, dass man pro Arbeitstag eine halbe Stunde Pause machen kann. Das steht ja jedem zu und so weiter. Und das kann auch jeder sich selber einteilen, ob ich jetzt auf einmal eine halbe Stunde Pause mache oder auf zweimal eine Viertelstunde Pause. Das kann jeder individuell für sich entscheiden. Will ich jetzt so viel Pause machen oder arbeite ich da jetzt dran weiter und mache später Pause? Das heißt, es ist eigentlich, was ich damit sagen will, nicht so wie in der Schule, dass du jetzt genau Pause machst und um 10.10 Uhr zum Beispiel musst du dann wieder auf deinem Platz sitzen. So kommt das immer mehr bei der Schule rüber. Bei der Schule musst du halt immer de facto an Ort und Stelle sein. Ja, wenn du jetzt Pause machst und um 10.10 Uhr musst du wieder zurückkommen. Klar, das ist beim Arbeiten auch, du musst um 6 Uhr halt erscheinen. Ja, wenn du spät kommst, dann wird dir auch der Chef sagen, naja, dann geh gleich heim. Aber wenn du dann dort am Arbeitsplatz bist, kannst du selber für dich entscheiden, ob ich jetzt die halbe Stunde Pause jetzt schon mache oder später. Und da wird dir dann auch niemand sagen, so genau musst du das jetzt fertig haben, sondern es ist, was ich damit sagen will, dort ein bisschen freier. Ja? Dort wirst du nicht die ganze Zeit überwacht und so weiter, was du jetzt genau machst und nicht machst, sondern so kannst du es dort dann im Endeffekt doch ein bisschen mehr für dich selber entscheiden, was ich jetzt genau als erstes machen will zum Beispiel. Will ich jetzt zum Beispiel, was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, ein Türblatt schleifen? Oder will ich jetzt zuerst mal meinen Arbeitsplatz ein bisschen sauber bringen und schleife dann? Oder will ich jetzt noch meine Nägel holen und in die Tür reinschlagen, wo ich dann danach die Tür besser transportieren kann? Oder mache gleich das Schleifen und so weiter? Das heißt, ich kann gewisse Punkte selber für mich entscheiden, wie es für mich im Endeffekt für mich angenehmer ist. In der Schule, während die meisten wissen, ist es ein bisschen nicht so, dass man es jetzt alles sich selber aussuchen kann. Das ist jetzt beim Arbeiten auch nicht unbedingt. Aber in der Schule ist es eher so, als würdest du genau das immer machen, was du jetzt vorgegeben kriegst. Wenn du das um diese Uhrzeit nicht fertig hast, dann kriegst du eine schlechte Note. Und das ist halt beim Arbeiten nicht. Beim Arbeiten ist das Ganze, will ich jetzt mal sagen, entspannter. Du musst deine gewisse Aufgabe zwar erfüllen, wenn du sie nicht erfüllst, wirst du jetzt auch irgendwie was gesagt bekommen, das ist schon klar, ja, wird es eh wissen, ist einfach von der Logik so, aber grundsätzlich ist es dann so, dass du dir das individuell selber ein bisschen einteilen kannst. Das kann man durchwegs schon so vernehmen. Grundsätzlich abschließend möchte ich noch dazu sagen, dass generell die Arbeitsumgebung dort ideal ist für mich zumindest. Also ich finde auf jeden Fall, dass das, wie schon gesagt, eine super Firma ist, die super Aufträge auch machen. Und da war ich selber sogar ein bisschen erstaunt, was eigentlich doch eine Firma, auch wenn es jetzt halt eine Firma ist, die Fenster und Türen herstellt, aber allein da bin ich tatsächlich erstaunt, was da doch alles dann im Hintergrund auch sozusagen gemacht wird. Zum Abschluss blende ich hier auch noch mal ein paar Fotos ein, um das Ganze euch noch ein bisschen näher bringen zu können, wie jetzt zum Beispiel das Leben sozusagen in einer Firma aussieht. Also ich kann es auf jeden Fall nur von meiner Seite sagen, dass ich es sehr gut heiße, dort in der Firma arbeiten zu dürfen, dort mein Praktikum ma machen zu dürfen. Und wie gesagt, ich kann es jedem empfehlen, wer zum Beispiel einen Job sucht oder auch ein Praktikum, was auch immer, würde ich euch diese Firma wirklich sehr empfehlen.
Ich würde sagen, das war es auch schon wieder mit dem Video. War vielleicht heute wieder etwas länger, aber ich glaube, das war auch ganz gut, um euch das Ganze ein bisschen näher zu bringen, wie jetzt zum Beispiel so ein richtiges Arbeitsleben aussieht. Und ich glaube, das kann niemandem schaden, dass man das mal auch so ein bisschen weiß, wie jetzt so ein normales Arbeitsleben unter Anführungszeichen jetzt mal im groben Sinne aussieht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was vermitteln, bisschen was weitergeben. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wie gesagt, jetzt der Juli wird noch ein bisschen gedämpft auf dem Kanal. Im August hingegen wird es wieder ein bisschen zumindest aktiver werden. Muss ich mal schauen, aber ich werde mich auf jeden Fall zeitnah wieder melden auf Instagram oder YouTube, wie es dann demnächst wieder weitergeht. Und damit würde ich sagen, was das mit dem Video? Euch noch einen schönen Tag, lasst die Sonne scheinen und schaut rein und bis zum nächsten Video.